eine Konsec-Rede, die wahrscheinlich ein bisschen entspannter ist als eben noch die Simultanrede. Sie ist wahrscheinlich auch weniger dicht. Ich habe keine Zahlen und kein Nichts darin. Ich wusste nicht genau, wie schwer ich die Rede machen darf oder nicht. Und wie ich auch geschrieben hatte, im Thema geht es also um eine nordhessische Schule im Wandel. Das klingt jetzt ein bisschen großartig, aber ihr werdet gleich wissen, warum ich das so genannt habe. Ich wollte auch nicht zu viel verraten, um noch ein paar Überraschungen dazulassen. Und dann beginne ich meine Rede jetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus Nordhessen. Eine Region, die nicht besonders bekannt ist. Die Region liegt, wie der Name schon sagt, also im Norden des Bundeslandes Hessen. Ich komme aus einem kleinen Ort namens Wolfhagen in der Nähe von Kassel. Kassel ist vielleicht manchen ein Begriff, aber auch nur für wenige Dinge bekannt, beispielsweise für die Documenta. Das ist eine Ausstellung für moderne Kunst, die dort normalerweise alle 5 Jahre stattfindet. Und vielleicht auch noch bekannt insgesamt für, die ganze Region ist bekannt für die Brüder Grimm, die dort gelebt haben und die dann die Geschichten aufgeschrieben haben, die eine alte Frau in Kassel ihnen mündlich weitergegeben, das heißt erzählt hat. Nordhessen, für die von euch, die dort noch nicht waren, das ist eine sehr ländliche Region, eine Region geprägt von sanften Hügeln, Wiesen, Wäldern und vor allem auch Rapsfeldern. Wenn man da entlang wandert oder entlang radelt, es gibt ein gutes Radwegenetz, dann sieht man, dass überall diese schönen gelben Flecken sind. Das sind die Rapsfelder. Also insgesamt eine recht beschauliche Region, etwas verschlafen, sehr friedlich, unspektakulär könnte man sagen. Und ich bin dort also zur Schule gegangen und hatte das große Glück, dass ich eine Schule wirklich in meinem Heimatort hatte, in Wolfhagen, der nicht besonders groß ist, muss man dazu sagen. Zu meiner Zeit waren wir, glaube ich, 8000 Einwohner, mittlerweile wahrscheinlich etwas mehr, das müsste ich recherchieren. Und dort gibt es also tatsächlich eine Schule, wo man die Kinder hinschicken kann, und zwar von den ABC-Schützen bis hin zum Abitur. Zu meiner Zeit war das die Wilhelm-Filchner-Schule, so ihr Name. Eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe nannte sich das. Aber ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht darauf eingehen, wie die deutsche Bildungspolitik aussieht. Ich möchte also nicht davon sprechen, ob es eine gute Idee ist, wie in manchen Bundesländern, schon nach der 4. Klasse am Ende der Grundschule zu entscheiden, ob das Kind aufs Gymnasium kommt und somit bis hin zum Abitur oder doch nur auf Haupt- oder Realschule oder ob beispielsweise ein Zentralabitur besser ist als ein regionales Abitur. All das möchte ich außen vor lassen. Nein, es geht mir um meine Schule insgesamt als solche, denn letztes Jahr hatte ich 20-jähriges Abi-Treffen. Das war sehr schön. Ich habe meine ganzen Freundinnen und Freunde aus meinem Jahrgang dort wieder getroffen. Und eigentlich muss ich sagen, die Leute hatten sich kaum verändert. Vielleicht ist das Haar bei den einen oder anderen etwas schütterer geworden. Oder der eine oder die andere hatte auch ein bisschen mehr Lachfältchen. Aber ansonsten waren wir eigentlich noch dieselben. Doch die Schule hatte sich durchaus verändert. Zum einen, weil sie einfach äußerlich moderner geworden war. Man hatte Fassaden gestrichen, man hatte die Schulhöfe neu gemacht und wir hatten sogar auch eine Gelegenheit, eine Schulführung zu bekommen, wo wir auch in die Klassenräume reinschauen konnten, die auch sehr viel stärker modernisiert waren. Jetzt gibt es also nicht mehr nur die alten Tafeln mit Kreide, sondern Whiteboards. Und da, wo wir früher einfach nur ein Brot gegessen haben in der Pause, gibt es jetzt wegen der Ganztagsschule eine echte Mensa. Aber der bedeutendste Wandel, der sich vollzogen hat, würde ich zumindest denken, der ist noch sehr neu. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen erst dank der Corona-Krise einen Livestream mitverfolgen können aus dieser Schule. Und zwar, weil die Schule sich umbenannt hat. Sie heißt nicht mehr Wilhelm-Filchner-Schule,
sondern sie hat sich umbenannt in Walter-Lübcke-Schule. Woran liegt das? Nun, einfach daran, dass diese Stadt Wolfhagen und die ganze Region erschüttert wurde oder, um an das Märchen von vorhin anzuschließen, an die Brüder Grimm, aus einer Art Dornröschenschlaf nicht wachgeküsst, sondern gerissen wurde durch ein Verbrechen, was geschehen ist vor einem Jahr. Im Juni 2019 wurde ein sehr bekannter Regionalpolitiker, Walter Lübcke aus Kassel, auf seiner Terrasse zu Hause ermordet. Er wurde erschossen. Und zwar, wie sich herausstellte, von einem Rechtsextremisten. Walter Lübcke, muss man wissen, war CDU-Politiker, also eigentlich konservativ, aber ein sehr bürgernaher Mensch und jemand, der es mit den christlichen Werten sehr genau nahm. Sprich, er war sehr davon überzeugt, dass Menschen in Not geholfen werden muss. Und das umfasste eben auch die Aufnahme von Geflüchteten. Er machte sich also stark für ein Flüchtlingserstaufnahmelager in der Region. Und das hat leider in einer Region, wo auch die AfD relativ stark ist, nämlich 13,1% bei den letzten Landtagswahlen 2018, auch Spuren hinterlassen. Walter Lübcke wurde dementsprechend also leider Opfer eines Anschlags, wenn man es so nennen möchte. Und da die Schule und die Schülerschaft schon seit längerem nach einem neuen Namen für die Schule gesucht hatte, weil Wilhelm Filchner ein ungeeigneter Name war, denn er war nicht aus der Region und er hat wohl auch eine etwas zweifelhafte Vergangenheit mit Blick auf das Nazi-Regime gehabt, bot jetzt dieses schreckliche Verbrechen doch die Gelegenheit, auf diese Weise eine gute, moderne Namensgebung Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe also in diesem Livestream aus meiner Schule eine hervorragende Rede der Schülerschaft gehört, der Schülervertretung, um genau zu sein. Sie wird mir noch zugeschickt. Ich kann sie bei Gelegenheit auch gerne für eine Simultanrede dann halten. Und daraus ging hervor, dass Walter Lübcke als neuer Namensträger sich auch deswegen eignet, weil er ein Motto hatte, nach dem er lebte und für das er auch einstand, nämlich Streiten für Demokratie. Und es wurde gesagt, die Schule ist eben auch ein Ort, wo Werte wie dieser gelehrt, aber auch gelebt werden. Und auf diese Art und Weise, fand ich, ist also meine Schule durch eine Umbenennung wirklich auch noch einmal modernisiert worden. Sie positioniert sich deutlich gegen Rechtsextremismus und bezieht auf diese Weise Stellung. Vielen Dank.